Und damit herzlich willkommen zurück zu Siedler 3. Wir haben schon die erste Insel erobert, die wir erobern mussten. Haben sie auch besiedelt. Wobei ich mich im Moment frage, ob das überhaupt so sinnvoll war, die zu besiedeln. Man kann hier tatsächlich wirklich gar nichts drauf bauen, gefühlt. Hier haben wir wenigstens ein paar Waffen schon liegen. Das macht hier um einiges mehr Sinn. Kommt doch mal näher ran. So, du guckst mal, vielleicht siehst du irgendwo hier eine Goldschmelze oder sowas. Wenn dann plötzlich steht, sie haben verloren, wäre das sehr unpraktisch. So, ihr holt euch jetzt den letzten Turm hier. Und dann gehört diese Insel auch schon mal uns. Bei den ganzen Soldaten, die hat, sind die Bogenschützen, die wir hier noch in einer größeren Anzahl haben, auch gar nicht so unpraktisch. Man hat ja gesehen, wenn die auf die zulaufen und die erstmal so eine Bogenschützenwand aufgebaut haben, dann kommt der da eigentlich nicht mehr durch. So, und wir brauchen eine Kaserne. So. Ihr vier einmal außenrum. Du bleibst. Also ihr stellt zumindest eine Menge Alkohol her. Sind schon hergestellt. Jetzt stellt er die Schaufeln her. Wir haben bald die Lanzenträger. Also einen Schwertkämpfer könnten wir schon noch dort oben gebrauchen. Fürs Land. Die Bogenschützen können wir schon mal einladen. Sieht im Moment nicht so aus, als hätte der Asiate schon bessere Truppen ausgebildet. Das scheint ihm an Eisen zu mangeln. Vielleicht sollte er mehr Schwein essen. Denn wie wir gesehen haben, Kohle hat er ja da oben. Hat er überhaupt Eisen in dem Berg? Ich glaube, die haben in ihren Bergen nur Eisen und nur Gold und Kohle. Oder das wäre für euch unpraktisch, ne? So, zwei Schaufeln sind da schon mal. Hatte ich nichts? Ich hatte doch zwei Handelsschiffe. Ich glaube, die Waffen nicht mal im Moment hoch.
kannst mitkommen. Hier müssen wir auch noch einstellen, dass sie nur manuell rekrutieren. Und nachher die Kaserne fertig ist und wir keine Leute mehr haben. Wir uns schon mal vor, den nächsten Angriff zu starten. Wir hätten uns wahrscheinlich am besten hier, da kann ich meine Bogenschützen am besten positionieren. Die können wir einmal außen rum. Du und du, ihr bleibt hier. Ich hätte noch eigentlich direkt gesagt, komm, geh dort hoch aufs Schiff. Du bleibst hier, du holst die Soldaten, bringst sie auf die Insel, wir schippern sie dann von der Insel weiter. So, dann dürften wir jetzt, ja, jetzt haben wir auch die Lanzenträger. Stellt mal alles her, was ihr herstellen könnt. So. Wir holen noch so viel rüber, dass wir das Schiff auch noch voll kriegen. Dann laden wir sie hier hinten ab. Und schauen mal, wie es läuft mit der Eroberung. Wir haben zwei drauf, haben wir drei, fehlen noch zwei. Wobei wir können auch eigentlich direkt sieben. Auf das Schiff laden. Passt auch. Hier wird, glaube ich, ein anderes Problem. Steine. Da die Asiatengebäude fast nur Holz brauchen. Lassen die auch fast nur Holz liegen beim Explodieren. Eine Kaserne habe ich auch schon irgendwo einen Auftrag gegeben hier. Gar nicht da. So, komm rüber. Ja, diesmal haben wir überhaupt keinen großen Tempel gebaut. Aber der Grund dafür liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir haben einfach nicht genug Platz hier und hier praktisch auch nicht. Man hätte hingehen können und sagen, wir bauen dort oben. Aber das hätte, glaube ich, das Spiel nur in die Länge gezogen. Wirklich viel gebracht hätte das, glaube ich, nicht. Oh, irgendwo hat er doch Eisen scheinbar. Oder er hat irgendwo eine Lanze her. Ich gehe dann davon aus, dass er Eisen hat. Schiffe auswählen und da hoch.
Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Denn da kann man asiatische Ländereien erobern gehen. Ihr geht schon mal hier hoch. Ihr da rein. Und ein paar Soldaten haben wir noch. Abladen. Alle Mann aussteigen. Aussteigen, habe ich gesagt. Gut. Wir kommen runter. Wir haben jetzt eine Kampfkraft von 73 schon. Und wir transportieren jetzt das gesamte Gold hoch. Gut, er hat seine Soldaten verstärkt. Das wird ihm hier nichts nutzen, erstmal. Vor allem, weil die verstärkten Soldaten jetzt erstmal direkt an unseren Soldaten vorbeilaufen. Ihr zwei kommt hier runter. Abladen. So. Die Schlacht dort oben haben wir gewonnen. Wir haben unseren Fuß auf seinem Territorium gesetzt. Und den werden wir nicht mehr hochheben. Sieht, jetzt ist das Gold die Kampfkraft runtergegangen, weil sie das Gold transportieren. Dafür können wir jetzt auch wieder mehr Gold schmelzen. Und wir brauchen noch eine Kohlenmine. Ah, und ihr braucht auch kein Brot mehr an die Eisenminen zu liefern. Das ist überhaupt nicht mehr notwendig. So, wir sammeln jetzt die auch noch und dann werden wir hier oben. Scheinbar produziert der auch kein Gold. Das heißt, wir könnten uns auch alle Zeit der Welt holen. Nehmen. Wir können sogar gucken, ob wir nicht einen großen Tempel bauen. Uns fehlt echt Kohle. Wir können jetzt eigentlich auch das Ganze dorthin liefern. Dann denke ich... Was macht ihr? Wir können, denke ich, mit den Soldaten auch schon den nächsten Turm hier drüben erobern. Zu warten, bis wir hier ein Lazarett haben oder fürs Lazarett die Soldaten auf die Insel schiffen und dann nochmal zurück. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. So, die Kampfkraft ist auf 62 im Moment. Das
Gold wird aber auch sehr schnell jetzt hoch transportiert. So, alle entladen, hier runter. Also ich glaube, die haben hier wirklich auf der Insel kein Eisen. Irgendwo hat er eine Speer hier, vielleicht lag der noch rum, weil er am Start irgendwie Eisen hatte. Und hat damit Waffen produziert hatte, die er nicht benutzen konnte, weil vorübergehend die Träger gefehlt haben. Das kann ich nicht sagen. So. Der nächste Turbo. So, wir haben jetzt schon Holzfäller, wir haben ein Sägewerk. Das Wohnhaus ist praktisch auch schon fertig. Wir müssen es nur noch aufbauen. Den Turm will ich auf jeden Fall eigentlich haben. Dann ist der Sieg uns im Prinzip sicher. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt irgendetwas noch uns in die Quere kommen kann. Aber besser Vorsicht als Nachsicht. So. Ich schlage mal kurz hier ab. Da hat er nämlich seine Soldaten. Ich freue mich schon, wenn das Wohnhaus hier fertig ist, weil wenn das Wohnhaus fertig ist, werde ich mehr Träger und mehr Planierer und mehr Bauarbeiter haben. Und dann läuft das Ganze schneller. Gut, der Turm gehört uns auch. Will er darum kämpfen? Wenn ja, kann er das gern machen. Der Turm ist mir tatsächlich gar nicht so wichtig. Und er kriegt eine Menge Verluste. Aber dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!